schon. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Wolle eigentlich auch will. Egal, ich lasse jetzt mein Leben. Mein Haus ist ja da drüben irgendwo. Boah, das sieht ja auch cool aus hier alles, ne? Ich finde, das sieht hier ziemlich cool aus. Nur leider, ich weiß nicht recht. Ich finde hier gerade keine Höhle irgendwie, nur Wald. Und Wald ist immer so ein Problem, weil da verliert man meistens die Orientierung sehr schnell. Bei mir ist das zumindest so. So bei dichten Wäldern so. Ja, vor allem im Dschungel ist das dann schlimm. Also im Dschungel habe ich meistens gar keine Orientierung. Alter, ich brauche mal eine Höhle, ey. Ich brauche Kohle. Ohne Kohle geht nix. Ohne Kohle geht gar nichts. Kohle ist so ziemlich mein Lieblingsrohstoff, den es überhaupt gibt in Minecraft, neben Eisen. Alter, die vielen Schafe hier auch. Die können wir alle züchten später. Alter, was ist denn das hier für ein Baumberg? Baumberg? Ich meine, ich hoffe, ich finde mein Haus noch. Aber ich finde hier jetzt auch gerade keine Höhle, ey. Was soll denn der Scheiß? Ist da vorne. Da ist eine Höhle. Sehr gut. Also ich hoffe, dass es eine Höhle ist. Ich möchte weinen. Obwohl, da. Bitte. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle? Kohle? Ach Mann, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich will doch nur ein bisschen Kohle. Naja. Alter, am Ende finde ich mein Haus wieder nicht. Das kenne ich von mir. Das ist ein bisschen ein Problem. Vor allem, wo ist denn die Sonne? Ach so, die ist noch da ganz am Anfang. Das ist ja gut. Wieso gehe ich eigentlich immer nur am Ufer entlang? Dann sehe ich nämlich Sachen wie das hier nicht. Hier gibt's doch bestimmt Kohle. Hallo? 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 Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Ich habe Kohle gefunden. Also ich glaube, die kann man abbauen. So, ja, die kann man so abbauen. So. Kohle, Kohle, Kohle. Scheiße. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein, ich habe gerade den Kohlesohn gestohlen, oder? Fuck. Nein, ich wusste, das würde passieren. Ja, Leute, ich habe den Kohlesohn gestohlen. Von Gronkh. Na, toll. Geil, jetzt darf ich seinen Kanal verlinken in meiner Beschreibung. Na, ist ja klasse. Das habe ich ja super hinbekommen. Ich bin ganz stolz auf mich. Ach, Mann. Ich wusste, es würde passieren. Es war so klar. So, das war jetzt auch die einzige Kohle in dieser Höhle. So, 6 Kohle, das reicht auf jeden Fall extrem lange. Oh, scheiße, mir fällt gerade auf. Mir fällt gerade auf. Wo latsche ich denn hin? Mir fällt gerade auf, dass ich Hunger habe. Und ich sollte vielleicht besser nicht rohes Schweinefleisch fressen. Ich sollte das vielleicht erstmal kochen. Ja. Ja, war ja klar, dass irgendwie sowas passieren würde. Hier, Stein. Hallo? Hallo? Ich hänge hier fest. Hallo? Mann. Naja, egal. Ja, das war jetzt extrem toll. So, das reicht auf jeden Fall für den Ofen. Und falls ich mein Zuhause hier wieder finde, dann gehe ich jetzt dieses Schweinefleisch kochen. Wo ist denn mein Schwert? Ach, da. Mein ultrastabiles Schwert. Ach, vielleicht können wir aus dem Stein noch ein Steinschwert bauen. Das wäre toll. Das wäre extrem toll. Dann fühle ich mich nämlich sicherer. Ach, hier gibt es so viele Schafe, ne? Ach, ich möchte die sofort alle züchten. So, wo ist denn die kleine Insel da? Da vorne. Nee, das ist sie gar nicht. Alter, was sind denn das hier alles für Bäume? Das gibt's ja gar nicht. Leute, wo bin ich? Ist das hier der Strand? Und ich glaube, dass die Ingame-Sounds sind ein bisschen leise, ne?
Ja, wie gesagt, das müsst ihr mir halt sagen, weil, ja, ich habe jetzt hier 1000 Stunden damit verbracht mit Testaufnahmen, ne? Und ja, da wäre ich halt froh über Feedback und ich sehe meine Hütte, das bedeutet, komm, eine Kuh nehme ich mit. Danke. Errungenschaft erreicht. Cowboy. Yeah, Cowboy. Ich fühle mich toll. Cowboy. Hoho. Cowgirl würde es eher treffen. So, ich baue mir kurz einen Ofen und eine Tür, besser vielleicht auch noch. Wo ist mein Stein? Hier. Ja, mit dem Ofen. Ach nein, man muss ja Kohle. Nein. Nein, jetzt muss ich meine wertvolle Kohle hier reinmachen. Ja, ich muss kurz warten. Ich weiß halt nicht, wie lange die Flamme hier hält. Weil je nachdem, wie lange die hält, können wir das ganze Fleisch hier kochen. Da. Ich glaube, das wird auch der Fall sein. Ja, das wird auf jeden Fall reichen. Ich möchte mir noch kurz eine Tür craften. Ja, so viel dazu. Ich habe nicht genug Holz. Zuerst sollte ich was essen. Dann crafte ich mir, also versuche ich mir eine Axt zu craften. Aus Stein direkt mal. Und dann, bevor die Sonne untergeht, holen wir jetzt noch ein bisschen Holz. Nee, nicht den Baum, der ist zu kalt. Ich nehme mal die Eiche hier mit. Die Birke. Boah, wie schnell man hier hungrig auch wird. Das ist ja schrecklich. Ich will vor allem hier nicht die ganzen Tiere ausrotten. Das wär schlimm. Und von Zuckerrohr zu leben ist auch nicht ganz. Also ich meine von Weizen. Also von Brot. Ja, von Brot. Sag mal, Alter, wieso gehe ich denn eigentlich immer die ganze Zeit rein? Das ist doch. So, das müsste erstmal reichen, hoffe ich. Und morgen werde ich versuchen, hallo, kannst du mal bitte reingehen? Morgen werde ich versuchen, die Hütte hier auszubauen. Und bevor ich jetzt irgendwas mache, werde ich hier eine Tür craften. Erstmal eine Holztür muss erstmal reichen, weil Eisen haben wir ja noch nicht. Ja. Ups. Ich finde, wenn man die von außen einbaut, dann sieht die einfach besser aus. Und ja. Was habe ich jetzt alles eigentlich gesammelt hier? Eine Kiste sollte ich mir auch craften. Falls ich sterbe. Naja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich nicht. Also, das waren jetzt große Worte. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber das ist gerade am Anfang von Minecraft nicht immer einfach. Die Sonne geht auch schon unter, das sieht immer noch ganz gut. Ja, ich warte jetzt noch mal kurz, bis ich pennen kann und dann morgen baue ich dann mein Haus ein bisschen aus. Mit Eichenholz bevorzugt, weil, Mann, ich verwechsel das immer. Mit Birkenholz meine ich, weil ich finde das einfach viel schöner wie Eichenholz. Komm schon! Komm schon, komm schon! Ich kann doch die Dunkelheit sehen! Ha, da siehst du mal. Ach nee, jetzt habe ich mir keine Fackeln gemacht. Scheiße, ist das blöd. Ah, gut. Fackeln. Fackeln. Hier erstmal 4 Fackeln, das. Ach so, doch, ich hab. Mann, ist das dämlich. Ich bin auch total verpeilt irgendwie, ne? So, egal. Ja, toll. Jetzt kracht wahrscheinlich gleich ein Creeper runter. Alter, Mann. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Komm mal mit, Bett. So.
Ach. Vielleicht sind draußen auch noch irgendwie Creeper oder so unterwegs, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Sag mal, ach, da ist ein Apfel, yeah! Lalala. Habe ich gerade Lava gehört oder habe ich mir das eingebildet? Das habe ich mir eingebildet, oder? So wie immer. Ich bilde mir ja immer irgendwelche Sachen ein. Wenn der Baum hier, der stört. Der Baum stört. Ist das eine Birke hier? Mit dem hellen... Ah ja, das ist eine Birke. Mit den hellen Blättern meine ich eigentlich. So. Hier sollte ich abebnen. Mann, wo ist meine Erde hin? Boah, ich bin auch verpeilt. Hilfe. So. Da unten hier. Da mache ich hier erstmal. Boah, es sieht ja extrem schön aus. Zuerst Eichenholz und nachher plötzlich so Birkenholz, ne? Voll professional. Ja, vor allem mal wo ich mich wieder ein. Ach, ich bin noch verpeilt. Ich glaub's einfach nicht. Wie verpeilt kann man denn bitte sein? Ach, ein Samen, sehr schön. Ich sehe das gar nicht so. Wie groß soll denn das werden? Die erste Hütte, die ist ja nur so eine Art Überlebenshütte, ne? Also, das reicht, glaube ich, sogar schon. So noch ein bisschen, so hier die zwei Blöcke. Ich habe vor allem auch nur noch neun. Ach so, neun Blöcke. Boah, ich habe mich gerade vor dem braunen Schaf da hinten erschrocken. Meine Güte. Also ich kann nicht sagen... Alter, ist das klein. Ich kann nicht sagen, was das hier wird. Es wird nämlich extrem unschön, habe ich das Gefühl. Aber naja, wir werden sehen.